Hallo und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac, Afterbirth. Das ist erst kürzlich rausgekommen, das DLC. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Und das ist mein alter Save-File. Und ich dachte mir, passend zu Halloween, fange ich halt einfach mal mit diesem Spiel an. Einfach so zwischendurch. Weil es Spaß macht. Wir haben Isaac. Yeah. Spielen noch auf normal. Ich muss sagen, ich bin kein großartig guter Isaac-Spieler. Ich bin so ein mittelmäßig schlechter Isaac-Spieler. Ich habe es doch schon lange nicht mehr gespielt. Aber ich kenne noch einige Tricks und Kniffe. Ich weiß zumindest, was einige Items noch zu machen. Und ich bin mal gespannt, für Tony, was es Neues in dem Spiel gibt. Aber ich hoffe mal, dass ich es mindestens bis zur Mutter schaffe in dem ersten Part. Oho. Weiter kommt man ja noch nicht, ne? Ah. Ich war noch nie gut in Kugeln ausweichen. Ah, wir haben das Herz. Das gute alte Herz von dem guten alten... guten alten Glutoni. Es gibt uns ein Leben dazu. Unglaublich, ich weiß nicht. Warte. Aha, Karte. Ah, hier, da ist der Seed. Keine Ahnung, vielleicht will ich mir was haben für Stats. Die normalen Isaac-Stats. Ja. Muss ich mich erst wieder dran gewöhnen. Zum Glück habe ich kürzlich beschlossen, meinen Xbox-Controller mal beiseite zu legen, da der nicht mehr so ganz prickelnd funktioniert. Und habe einfach meinen PS4-Controller benutzt. Einfach so. Ja, ich glaube nicht, dass das jemand interessiert. Verdammt, die gelben Fliegen kenne ich nicht. Was machen die? Sind die einfach nur Yeah. Das beste Item, How to Jump. Ich liebe es. Man kann so viel unnötige Dinge damit anstellen. Man kann springen. Wie Super Mario. Ja, damit haben wir schon zwei klasse Items. Und die Pupi-Haufen. Die werde ich natürlich kaputt machen. Verdammte Pupis. Was ist hier unten? Yeah. Damit kann man gut ausweichen. Wenn man es drauf hat. Ich hoffe, wir haben es drauf. Was ist das? Was ist das? A missing page. Was macht das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mich schon lange nicht mehr damit befasst und wir haben die verlorene Seite gefunden. Wow. Das ist eklig. Ah, die Plörre macht mir noch nichts. Er schießt da mit Maiskörnern. Ich mag How to Jump. Dann kann man großartig ausweichen. Mögt ihr How to Jump? Das ist mein. Ich glaube, das ist meine Lieblingsseite. Das dauert halt auch länger. Ja. Ah. Shit. Das wäre nicht nötig gewesen, diese Treffer. Das stinkt der Pupi. Oh, die mag ich gar nicht. Die schießen einfach so aus mir raus. Auto-Jump, du bist mein bester Freund. Auto-Jump, du bist mein schlechtester Freund. Verdammte Auto-Jump. Egal, wir kriegen Herzen. Was ist das? Tornfoto. Ah, Angriffsgeschwindigkeit. Genau. Stimmt ja. Ja, es ist schon so lange her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, das war so ein Monat nach Release. Ich weiß es nicht mehr. Wann habt ihr das denn zuletzt gespielt? Ich denke, ihr wusstet schon, dass dieses DLC rauskommt. Und dann einfach mal, gedacht, ja, da übe ich doch gleich mal, bevor ich anfange zu spielen, sonst verkacke ich das ja. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich habe einfach nachgedacht, shit. Ich wegfliege. Aber da hat uns How to Jump mal wieder gerettet. Ja, ich mag das nicht. Ich habe keine Schlüssel. Soul Heart. Was ist hier?
Ein Tinted Rock. Komm schon. Ich weiß, dass du darüber kommst. How to jump, mein bester Freund. So viel weiß ich noch. Das X markiert die Stelle, Leute. So viel weiß ich noch. Und jetzt gib mir wieder einen Schlüssel. Da wird doch wohl ein Schlüssel drin sein. Danke. Habe ich noch irgendeinen Raum auf dieser Karte? Verdammt. Verdammt. Geheimraum. Ah, doch, da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch ein Raum. Da kann ich noch einen Schlüssel herkriegen. Warte, ich hab einen Schlüssel. Wo habe ich den Schlüssel? Ja, vorhin hatte ich da noch 0 da stehen. Was seid ihr für Fliegen? Was seid ihr für Fliegen? Was sind das, Maiskolben? Seit wann gibt es Fliegen, die Maiskolben? Ja, die Spinnen da, die haben auch How to Jump. Ich weiß es doch. Ich vertraue dir nicht. Ich mag die Spinnen nicht. Oh. Komm schon. Verdammte Körper. Diese kopflosen Leute. Noch nie herum. Terrorisieren die Stadt. Ja. Dabei wollte Isaac doch eigentlich nur Milch aus dem Keller holen. Was haben wir im Itemraum? Was ist das? Speed and Range. Das könnte interessant werden. Der One entwickelt sich zu einem interessanten Lauf. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Was haben wir hier? Monster. Yeah. Muss aufpassen. Irgendwas war doch mit den Devil Deals. Ich glaube, wenn wir keine roten Herzen verlieren, dann ist die Chance höher. Das war doch so, oder? Ist das immer noch so? Ich hoffe einfach mal. Generell will ich mich nicht treffen lassen. Das ist eklig. Ich meine, er spuckt mit seinem Blut. Aha. Shit. Lass mich in Ruhe, Monster. Hier. Egal. Und damit. Oh, Monster Zahn. Kein Devil hier. Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wann die auftauchen. Gibt es die überhaupt schon bei dem allerersten One? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir werden sehen, wir werden sehen. Caves 1. Ah, da hat sich noch nicht viel verändert. Aber diese länglichen Gänge hier. Oh, oh. Shit. Skelettmänner. Oh. Ich sag euch, Leute, How to Jump ist der Shit. How to Jump rettet mir immer mal wieder das Leben. Und ich bedanke mich einfach nicht. Oh, was ist das? Aquarius. Ah. Und was machen wir jetzt? Säubern wir damit den Boden? Ich weiß es nicht. Aber meine Angriffsgeschwindigkeit ist ganz schön hoch. Und das ist gut. Das ist verdammt gut, Leute. Das ist verdammt gut. Stirb, stirb, stirb. Warte mal. Ah. Hey. Einen Moment mal. Habt ihr das gesehen? Seht ihr das? War das schon immer so? Die Hand bewegt sich. Verdammte Maden. Voll gefressen, wie sie sind. Es ist eklig. So, kommen wir mal zurück auf die Hand hier. Hat die sich schon immer bewegt? Ich meine, die da auf dem Boden da. Jetzt ist mein Zeug drauf. Die da hat die sich schon immer bewegt? Und ist das nicht das Brimstone-Zeichen? War das schon immer da? Ich weiß es nicht mehr. Mysteriös, Leute, mysteriös. Auf jeden Fall, ihr solltet immer How to Jump mitnehmen. Das ist das Item, ich sag euch. Das verändert euer Leben, wenn ihr seine Macht zu schätzen wisst. Wenn ihr wisst, wie ihr es einsetzen müsst. Kann es euch das Leben... Was ist das? Two of Spades. Hat da schon immer jemand geredet, wenn man was genutzt hat? Ich glaube ja mal nicht. 3 Soul Hearts. Ich glaube, die können mir noch nützlich werden. Oh, toll, Bombe. Damit haben wir genug Soul Hearts für den... Was zum Teufel seid ihr? Was? Fette Fledermäuse? Seit wann gibt's fette Fledermäuse? Ah ja, stimmt. Das DLC ist rausgekommen. DLC. Ja, die halten ganz schön viel aus. Die normalen Fledermäuse gefallen mir aber auch nicht. Aber wenigstens stürmen die nicht auf mich. So viel weiß ich noch.
Verdammt, Fledermäuse! Mein Angriff ist nicht gerade der höchste. Ah, ihr seid die normalen Maden. Das ist gut, das ist gut. Euch mag ich. Ihr macht nicht so viel, ihr kriecht einfach auf den Boden, oder? Kriecht ihr auch manchmal auf den Boden, oder? Ich liebe es, auf dem Boden zu liegen und einfach mal so rumzukriechen. Ja. Was ist das? Schalterräume? Okay. Sissy Longlegs. Sie liebt mich. Ja, mein Haustier. Ja, meine Haustierspinne. Oh, wow. Verdammt, das ist cool, Haustierspinne. Und Geld? Ich glaube, da rentiert sich der Shop ein bisschen. Natürlich rentiert er sich. Kompass. Ich glaube, hier war auch immer was drin. Genau, Spinnen. Oh, das wollte ich. Ich liebe Spinnen. Es gibt nichts Schöneres als Spinnen. How to jump. Mein Lieblings-Item. Oder zumindest, es gibt keine schlechten Items, sage ich immer. Ihr benutzt sie nur falsch. Ihr müsst sie richtig benutzen, Leute. Ihr müsst sie richtig benutzen. Und How to jump ist gut, um auszuweichen. Wenn man das richtig benutzt. Gotti. Gut. Seht ihr das, wie How to jump abgeht? Ich sage euch, es gibt kein besseres Item, um auszuweichen, als How to jump. Puh. Muss man sich nicht mal viel bewegen, man muss einfach nur springen. Naja, verdammten Knubbel. Puh. Natürlich hat der Auto-Jump auch eine begrenzte Reichweite von Springen, also ich weiß, man weiß nie, wie weit er springt. Aber ich glaube immer perfekt richtig. Puh. Seht ihr das, wie richtig ich springe? Puh. Puh. Oh, das ist auch nicht schlecht. Puh. Ah, okay. Auto-Jump verlässt mich. Hm. Schon besser. Man muss es richtig einsetzen. Unterscheidet sich eigentlich direkt? Ich muss gleich mal was nachkontrollieren. Was ist das? Mrs. Dolly. Mensch und Tiers ab. Cool. Oh, wir haben unseren ersten Charakter freigeschaltet. Lazarus. Da müssen wir auch mit dem jetzt nächstes spielen. Ich muss mal was ausprobieren. Aha, er läuft auf eine Stelle. Wenn man nur wenig drückt, wenn man mehr drückt, wenn man ganz viel drückt. Aber wenn man schon ein bisschen gelaufen ist, dann springt man weiter. Wenn man... Ah, je weiter man läuft, desto höher, desto weiter springt er also. Interessant. Ich mag euch nicht. Oh, Guppistay. Zwei Guppy-Items. Da war doch irgendwas, wenn man vier davon hat. Ich glaube vier. Und hier sind zwei. Zwei. Was machen die nochmal? Was ist das? Eternal Life. Mal eins, Fragezeichen. Ich glaube, da hat man eine Wiederbelebung. Bin mir aber nicht sicher, was ist das? Ein neues Leben. Das ist eindeutig eine Wiederbelebung, aber es macht... Oh, es hat mir an die Herzen abgezogen. Ich hoffe, das behindert mich jetzt nicht bei meinem weiteren Run. Ich hoffe es mal nicht. Aber das sind schon zwei von vier. Waren es vier? Ich sollte mich mal informieren. Guppy Items. Das gefällt mir auch nicht. Bleib weg. Mach dein Gedöns woanders. Pride. Das war doch Pride, oder? Sloth war es nicht. Sloth sieht anders aus. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ah. Noch ein Männer. Verdammt, noch ein Männer. Euer bester Freund, Leute. How to jump. Und lasst euch von niemandem etwas anderes einreden. How to jump ist gut. Jeder, der sagt, how to jump ist scheiße, der beherrscht einfach nicht seine... Das ist ein cooler Raum. Seine geheimen Tricks. Was seid ihr? Wow. Okay, wir merken, nicht diagonal ausweichen, wenn sie sterben. Und ihr? Ihr seid normal. Okay. Na okay. Ich habe euch durchschaut. Das war genial. Das war alles geplant, Leute. Das war alles geplant. Wow. Was zum Teufel?
Seid ihr sie irgendwie siamesisch? Oh, ihr macht komische Dinge auf dem Boden. Ich nehme hier nur noch unnötigen Schaden. Wer seid ihr nochmal? Eindeutig, Leute. How to jump. Solltet ihr es jemals in eurem One finden, nehmt es mit. Wenn ihr noch nichts Besseres habt. Also, ich werde es immer mitnehmen. Ich liebe mein How to jump. Was seid ihr? Oh, oh, oh. Ah. Explosion und danach kommen... Ihr seid also eine Verbindung, ich glaube aus den anderen beiden freischwebenden Teller fliegen. Puh. Oh, die Bombe will ich. Gib mir die Bombe. Danke. Was ist? Oh, da war Secret Room. Ich glaube, in den Pilzen war auch irgendwas, oder? Habe ich mir recht entsinne? Ich muss wieder so viel lernen. Speed up. Oh. Oh. Ich glaube, da ist meine Hitbox kleiner, oder? Kann das sein? Ich weiß es echt nicht mehr. Hör auf zu reden. How to jump. Wir sind klein, Leute, wir sind klein. Ah, wow. Ja, ich mag Bullet Hell nicht. Und das ist eindeutig Bullet Hell. Aber da ist ein Kreuz. Ein X markiert die Stelle, Leute. Das kann man nicht übersehen. Jeder gute Pirat weiß es. Wenn ein Kreuz irgendwo ist, ist ein Schatz vergraben. How to jump. Autsch. Verdammter Gegner. Komm her. Ja, wir sind gut schnell. Irgendwas war doch in den Dingern. Irgendwas Besonderes, ich weiß es doch. Oh, ich habe Pillen gefunden. Verdammte Pillen. Geh weiter. Ein Boomerang-Raum. Oder ein rechter Winkel. Das ist Tetris. Stirb, Poopy. Ja. Diese Mega-Poopies, also... Das habe ich schon beobachtet auf dem Klo. Die rutschen da auch so. Es ist nicht interessant, was ich hier erzähle, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ja. How to jump. Oh, ich würde gerne in jedem One How to Jump finden. So. Ah. Poopies. Sterbt. Ich werde eure Gebäude einreißen. So. War ich dann schon im... Ups. Im Itemraum. Nein, der kommt noch. Das ist gut zu wissen, Aber ich glaube, hier ist eine Bombe relativ schlau. Geht weg, ihr Knubbel. Was sind das? Sind das Pickel? Verdammte Pickel. Pickel oder Zysten? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. Okay, how to jump. Yeah. Ist das nicht ein bisschen fies? Das ist ein fieser Itemraum. Ich meine, Sterne dahinter. Proptosis. Oh. Short-Range Megatiers. Heißt das, je näher wir sind, desto stärker? Ich nehm's mal stark an. Wo ist der Boss Stone? Hui. Hui. Leute, wir werden... Hier wollte ich nicht rein, wir werden immer stärker, Leute. Ich glaube, dieser One entwickelt sich zu einem guten One. Bis jetzt ist noch nichts Negatives passiert. Ich meine, wir haben How to Jump. Chap. Ich will das. Deine kleinen Freunde loswerden. Wow. Tara, Tara. Sag euch, Leute, Auto-Jump ist der Shit. Nie mehr normal ausweichen, immer nur wegspringen. Das spart euch Unmengen Zeit. Lil Chubby. Was ist das? Ah, die Goldkrone. Die Münzenkrone. Ja, auch nicht schlecht, die Münzenkrone. Ich bin ein sehr reicher Junge. Aufgewachsen im edelsten Stand in meiner Familie. Habe ich damals schon erkannt, dass... Wenn meine Hosen unten sind, werde ich nur ausgelacht. Das ist schlimm, das ist schlimm. Dank Devs. Was heißt Dank? Was heißt das? Huh, what a gem. Oh, was ist das da oben? Was ist das da oben? Ich möchte es haben. Technology 2.
Und Whipworm? Oh, meine Technology ist cool. Das ist der Shit. Aber irgendwie bin ich schwächer geworden, oder? Kann das sein? Bin ich schwächer geworden? Ein Schlüssel und eine Münze. Das ist genau das, was ich wollte. Danke, Spiel. Wow. Warte mal. Schwarze? Die sind neu. Eindeutig. Kenne ich nicht. Das will ich nicht. Probieren wir es mal. Ja. Oh, was ist das? Quick, it's head. The Parasite. Oh, krasser Scheiß. Shit. Oh, du jumpst, hast mich enttäuscht. Da hatte ich aber Glück. Ich meine, Quick, it's head. Ist das nicht Splash Damage? Nee. Aber das ist die Angriffserhöhung. Ja, wir sind so stark. Unglaublich. Stirb. Komischer Wurm. Warte, ist hier ein X? Nein. Ja. Aua. How to jump? Gib mir was Gutes. Das war nicht gut. War aber auch nicht schlecht. Oh, ich liebe diesen One. Das ist der beste One. Der erste One. Zeugt gleich von Stärke. Es lag an How to jump. Ah. Yeah. Was ist das? Pheromone. Oh, seid ihr Geister? Ich mag Geister nicht. Den Schädel mag aber auch irgendwas Nützliches. Ja, Gegner. Stehe durch meine Technology 2. Was ist hier? Was ist das? Ball of Tar. Ah, aha. Nein, das sagt mir jetzt nichts. War das Verlangsamung oder so? Danke. Ein goldener Schlüssel. Two of clubs. Ah. Leder. Lack und Leder. Will ich in den Shop? Ich habe 17 Münzen. Ich glaube, normalerweise kosten Items 15. Das heißt, ich kann mir irgendwas leisten, was da drin ist. Nachdem ich dich getötet habe. Und ein Soul Heart. Das ist gut, da weiß ich auch noch, da kann man reinspenden. Wenn wir da reinspenden, dann kriegen wir Items und Shop-Erweiterungen. Ich meine, die blaue Karte. Ich meine, der Shop ist noch relativ leer. Und das sollte sich ja einmal ändern. Ich möchte keinen Lernshop. Niemand möchte einen Lernshop. Den haben wir hier. Monstro 2. Ich glaube, an dich erinnere mich noch. Du warst richtig tanky. Wow. Und ich glaube, du konntest schießen. Aber wir haben How to Jump. Wow. Wow. How to Jump lässt mich niemals im Stich. Autsch. Aber meine Ausweichskills. Oh, ich nehme hier doofen Schaden. Der ich darf ihn nicht verlieren. Oh, ein Level hier. Oh, was stand da jetzt? Ah, Angriffsgeschwindigkeit. Oh, das sind alles so verlockende Items. Aber ich glaube, ich will lieber das hier. Kubis Haarball. Challenge 8. Verdammt, wir sind Kubi. Also waren es 3. Interessant. Aber ich will das nicht. Ich möchte lieber meinen How to Jump behalten. Ihr könnt das alle verstehen. How to Jump hat mir heute schon ein paar Mal den Tag gerettet. Was macht Gabi nochmal? Ich kann jetzt fliegen. Oh, ich brauche How to Jump gar nicht mehr. Ich habe noch mehr Fliegen. Ah! Ich spawne Fliegen und kann fliegen. Was ist hier los? Was ist hier los? Wow! Knochenhand? Seit wann gibt es Knochenhand? Ah. Der DLC, Leute, der DLC, was ist das? Kann ich eigentlich. Warte, kann ich eigentlich mit How to Jump immer noch springen? Wusch, 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 wusch. Ich will How to Jump erhalten.
Ich meine, ich kann jetzt zwar fliegen, aber jetzt sind meine Ausweichskills perfekt, Leute. Also wenn ich jetzt nicht perfekt ausweichen kann. Aber irgendwas war doch in euch. Ich glaube, ich habe eine Chance, der Herzen zu spawnen, oder? Oh, da kann ich hin. Ah, nein, solche Herzen meinte ich nicht. Ich meinte die blauen Seelenherzen, glaub. Hui, hui. Oh, Knochenmänner. Knochenmänner. Ah, Technology 2 gibt mir gegen die einen Vorteil. Das ist gut. Unterschätzt niemals die Macht von Technology. Vor allem nicht, wenn eine 2 da steht. Nope. Das ist hier der Hermit. Wie? Das ist eklig. Warum macht ihr sowas? Hört mich auf, mich zu erschrecken. Wir haben 2 Leben, Leute. Ich glaube nicht, dass ich Mutter damit besiegen kann. Der Hanged Man, der Lovers. Ich brauche gar nichts. Aber was ich brauchen könnte, wäre ein paar mehr Herzen. Oh, 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 oh. Die letzte Bombe für das Kreuz. Habe ich dich gesehen, du kleines Kreuz? Habe ich das einfach so gesehen? Und jetzt haben wir keine Bombe mehr. Das ist niedlich. Und wir haben eine Bombe. Komm mir nicht zu nahe, Schwabbelmann. Und da haben wir ein halbes Herz verloren. Verdammtes Herz. Kommt da wieder die Knochenhand? Ich würde mal stark ja sagen. Nein, es ist... Okay, das ist eine normale Hand. Und ein Schlüssel. Wow, was seid ihr? Fliegenspawner. Ausgezeichnet. Spawnt eure kleinen Fliegen mehr weiter, was ist da mir hier? Brauche ich nicht. Keine unnötigen Risiken eingehen. Wir setzen hier eine Bombe. Oh, nichts passiert. Ich würde mal sagen, wir gehen zum Boss. Da oben. Ich glaube, das ist der letzte Boss. Ist das Mutter? Mutter, bist du es? Mutter? Oh, es ist Mutter. Peng, 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 peng. Ah, Mutter. Ich dachte, ich wäre ihr Lieblingskind. Hier muss man wohl immer in Bewegung bleiben. Isaac was cornered. Oh. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. Nein, er sticht sie nicht. Do as I'm told, my lord. I love you above all else. Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Yay! Wir haben das Spiel durchgespielt. Und da ist sie wieder mit ihrem Messer. Aha, ziemlich laut. Mag nicht. You unlocked the bomb. Challenge 20 Purist. XXXXXXXL. Speed. Have a heart. Bright day. Onan Streak. The Guardian. The Horseman. Oh, die Reiter sind da. Und Cube of Meat ist aufgetaucht. Also Leute, das war der erste Part von The Binding of Isaac. Soweit. Aber das Erstaunliche war, der Gesichtsausdruck der Mutter mit dem fehlenden Zahn erinnert mich immer, wenn ich in den Spiegel sehe. Das ist doch auch etwas Schönes. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ich da so tue. Und ihr lernt How to Jump schätzen. Wir sehen uns. Haut rein.